zu Let's Play DayZ mit Odin, allerdings diesmal nicht mit einem Let's Play Video, sondern einer kleinen Erklärung der Patch Notes, die jetzt am 5. Februar eingefügt werden mit der Version 0.33.114855. Für die Leute, die nicht so gut Englisch können oder einfach die Patch Notes noch nirgendwo gefunden haben, habe ich sie hier nochmal genau auf Deutsch erklärt. Also an Neuheiten soll kommen, dass man nicht mehr ruinierte Sachen benutzen kann, wie Essen, Trinken, Magazine und so weiter. Wenn man also Dosen findet, die ruiniert sind, ist das Essen darin verdorben und es kann nicht mehr gegessen werden. Außerdem wird die SKS zugefügt, ein halbautomatisches Repetiergewehr. Natürlich auch deren Munition, Schnellladestreifen und Munitionsboxen und das Bajonett. Die Schnellladestreifen wurde auch eine Animation zugefügt, wie man halt 10 Kugeln auf einmal zum Streifen einführt. Die Überarbeitung der Interaktion mit Items wie Essen und Trinken wurde gemacht. Das heißt, soll die Animation jetzt besser sein und es soll jetzt auch besser funktionieren. Spieler können im gebückten Lauf die Waffe nehmen und wegstecken. Die FNX-45-Pistole kann mit einzelnen Kugeln geladen werden. Da weiß ich nicht ganz genau, was das bedeuten soll. Ich denke mal, dass man eine Kugel einzeln reinpacken kann, auch wenn man kein Magazin hat. Dosen können jetzt mit dem Kampfmesser, dem Combat Knife oder der Machete geöffnet werden. Die Machete wurde hinzugefügt. Motorradhelme können nun angesprayt werden. Der Magnum-Revolver schmeißt die alten Kugeln aus beim Nachladen. Hier war es halt nicht möglich nachzuladen, wenn noch ein oder zwei Schuss oder ein Teil der Schüsse in der Waffe drinne war. Der Schuss- und Nachladesound der Magnum und Mosin wurde überarbeitet. Ein Kurierrucksack wurde hinzugefügt, der wohl irgendwie größer ist oder man kann damit einen größeren craften, das weiß ich jetzt nicht so genau. Klatschen und Zeigen-Emotion wurde hinzugefügt. Serverhopper wurde das Leben schwer gemacht durch eine Wartezeit nach mehreren Serverwechseln. Der Spieler-Respawn wurde überarbeitet. Die Downjacke wurde hinzugefügt. Verschiedene Arten von Militärzombies wurden hinzugefügt, die mehr aushalten und besser austeilen. Hunger und Durst wurde leicht überarbeitet. Hier weiß ich nicht genau, was das ist. Ich hoffe, es ist, dass man halt weniger Hunger und Durst hat, da man doch sehr viel essen und trinken musste. In Svetlojar spawnen nun Zombies, das ist die neue Stadt im Nordosten. Die Hindernisprüfung von Spielern und Zombies wurde überarbeitet, was weniger Glitches durch Wände bringen sollte. Die M4 kann nun angesprüht werden. Das waren die Neuheiten, dann gibt es noch ein paar Fixes. Und zwar kann Morphin nun bei anderen Spielern eingesetzt werden, um gebrochene Beine zu heilen, und die Animation wurde überarbeitet, sodass es nicht mehr außerhalb am Handrücken hängt, sondern wohl wirklich in der Hand ist. Schüsse werden beim Öffnen von Handschellen nicht verbraucht. Das Nachladen bei angesprühten Mosins funktioniert nun. Hier war früher öfters der Bug, dass da nur noch ein Schuss reinpasste und nicht mehr 5. Lesen und Schreiben von Nachrichten mit Stift und Papier funktioniert nun. Wiederbeleben von bewusstlosen Spielern mit Epinephrin oder Defi funktioniert nun auch bei unter 500 Einheiten Blut. Da hatte ich mich schon einige Male gewundert, warum das dann nicht wirkt. Probleme beim Nachladesound wurden behoben. Hier gab es wohl einige Endlosschleifen. Der diagonale Gang mit Waffen im Anschlag wurde überarbeitet. Das seitwärts durch Türen gehen mit gezogener Waffe geht nun. Beeren haben mehr Nährwert, wobei ich da noch keine gefunden habe. Ich hoffe, die wurden dann auch eingefügt. Abgesägte Schrotflinten können nun nicht nochmal abgeschnitten werden, was auch sinnlos war, aber es war halt endlos möglich. Der Zustand des Eisens wird beim Ansprühen übernommen. Hier gab es wohl einige Resets der Qualität. Die verbesserte Rucksack kann nun hergestellt werden, und wenn der Kurierrucksack leer ist, ja, da weiß ich nicht genau, was das heißt, aber es gibt wohl einen neuen Rucksack, der mehr Platz bietet, den man irgendwie mit diesem Kurierrucksack craften kann. Waffenreinigungsset kann nicht bei ruinierten Waffen benutzt werden. Missing Texture Fehlermeldungen wurden entfernt. Da gab es ein gemalte so ein Pop-Up-Fenster, das soll jetzt wohl weg sein. Die Textur der Baretts wurde überarbeitet, da es hier einige Grafikfehler gab. Bücher, Radio, Stifte, Gaskanister, Streichhölzer, Papier, Feuerholz und Steine können nun in die Hand genommen werden. Wohl ein erster Schritt darauf zu, dass man damit auch Lagerfeuer und sowas machen kann. Angemalte Gegenstände übernehmen nun ihre Qualität. Die Spawnrate von Rucksäcken auf den Baustellen wurde drastisch gesenkt. Die Spawnrate in einigen Zivilgebäuden wurde erhöht. Der Mosin-Rückstoß wurde erhöht. Die abgesägte Schrotflinte braucht nun weniger Platz im Inventar. Und eine Verbesserung an der Hitbox, also an der, wie man halt Gegner treffen kann, dass man nicht vorbeischießt und trotzdem trifft oder halt andersrum. Das war alles, was ich hier in Patch Notes jetzt gefunden habe zu diesem Patch. Ich hoffe, für einige war es hilfreich und ihr seid bei meinem nächsten Let's Play dabei. Ciao!